Wenn ich meine Mutter besuche, dann ist bei mir auch wirklich so dieses Ding, dass sie so, mal gucken, was heute wieder für ein Alice in Wonderland-Programm abläuft. Da kommen dann Katzen aus der Wand raus und da klinke ich mich dann einfach ein und dann ist alles gut. Wenn man sich da nicht drauf einklingt, glaube ich, hat man Schwierigkeiten. Dann kann das wahnsinnig anstrengend werden. Ich habe mit meiner Mutter zu Anfang auch darüber geredet, oh, ich finde die Bilder, die wir machen, die Selfies, die wir beide machen, immer so, darf ich das posten? Sie so, ja, klar und so. Also das hat auch so ein bisschen an ihre Eitelkeit gerührt und da hat sie sich immer besonders hübsch gemacht. Ich wollte einfach zeigen, dass man mit einem Menschen, den man liebt, trotz alledem ganz normale Sachen machen kann. Man kann Pizza essen gehen, man kann an den Strand fahren und. Ich finde das wichtig, das ein bisschen zu begleiten. Ich mache da jetzt keine große Fotogeschichte draus, sondern ich teile das einfach auf meinem Instagram-Account. Ich hatte mit ihr dann auch, als sie noch nicht medikamentös eingestellt war, auch teilweise so Gespräche. Das hatte schon was von Verschwörungstheorien. Und das finde ich so total interessant bei dieser Krankheit, was da bei dir eigentlich dann für einen Film abläuft. Denn du hast aber eine andere Filmrolle eingelegt. Das ist an sich ja auch gar nicht schlimm, aber das muss man halt als Außenstehender auch wirklich lernen zu begreifen. Und es braucht total viel Zeit. Man lernt was sehr, sehr Wichtiges. Also man lernt wirklich geduldig zu werden. Man lernt auch, sich selber zurückzunehmen. Dafür aber auch was ganz, ganz besonders Schönes zurückzubekommen von der Person, der du deine Aufmerksamkeit schickst, sprich meiner Mutter. Das ist eben nicht nur krank und schrecklich und so, sondern wenn man sich damit beschäftigt, wenn man sich mit der Person beschäftigt, wenn man ein bisschen guckt, was liebt sie, was mag sie und so, kannst ganz viel Interaktion auch schaffen und das ist ganz schön. Also ich bin meiner Mutter durch diese Krankheit so nahe gekommen, also ich weiß nicht, ob ich ihr so nahe gekommen wäre ohne die Demenz, ohne die Alzheimer-Demenz.